So. So, also herzlich willkommen zur MBS-Präsentation. Und ich darf erst noch ein paar Verkündungen machen. Und zwar um 16:45 Uhr, also 17:15 Uhr, treffen wir uns in der Lobby für die Hafenrundfahrt. Und morgen am Freitag gibt es zusätzliche Sessions, und zwar nach Folgebörse und Lightning Talks. Das steht aber alles draußen noch an der Wand. Da kann man sich auch noch informieren. Reinkommen, Platz nehmen. Fangen wir nochmal an. So, herzlich willkommen zu meiner Session über das MBS FileMaker Plugin. Und da gehen wir direkt mal rein. Erstmal, das MBS FileMaker Plugin ist ein großes Plugin, hat aber nur eine Funktion, die eigentlich mit 3300 verschiedenen Funktionsnamen aufgerufen werden kann. 400 Funktionen gab es letztes Jahr neu, dieses Jahr haben wir schon über 500. Es läppert sich, Leute fragen immer wieder, ob das Plugin nicht auch noch eine Zusatzfunktion haben könnte, und dann wird halt fleißig angebaut. Wenn man die 350 Beispieldatenbanken mal durcharbeiten möchte, also 50 am Tag, in der Woche hat man es durch. Das Entscheidende ist halt, dass das Plugin die Funktion hat, die man braucht. So. Wie gesagt, eine Plugin-Datei, das macht natürlich die Installation sehr einfach. Man muss ja nur eine Datei in den Extensions-Ordner kopieren. Das Plugin unterstützt grundsätzlich FileMaker 7 und neuer. Für viele GUI-Sachen brauchen wir aber 8.5. Aber soweit ich das weiß, sind sowieso die meisten auf 12, 13, 14. Kein Problem. Das Ganze läuft auf Mac und unter Windows, auf dem Server, auf der Runtime, Desktop, alles außer Go. Alle Plugin-Funktionen werden über eine zentrale MBS-Funktion aufgerufen. Deswegen ist das ja schön übersichtlich in dem Dialog für die Berechnungen. Da ist nämlich nur ein Funktionsname. Viele Funktionen erfordern aber einen Referenzparameter, dass man zum Beispiel eine Funktion aufruft, die gibt einem eine Nummer, und die übergibt man dann bei weiteren Aufrufen, dass man dann dasselbe Objekt anspricht. Dadurch kann man zum Beispiel gleichzeitig mehrere SQL-Verbindungen offen halten und dann mit der entsprechenden Nummer auf die entsprechende Verbindung zugreifen. Wenn man wissen möchte, ob ein Funktionsaufruf einen Fehler geliefert hat, kann man natürlich erstmal den Rückgabewert gucken oder halt über die MBS-IsError-Funktion fragen, ob der letzte Aufruf einen Fehler gemeldet hat. Das ist oft besser, als irgendwelchen Text zu parsen. So, ich möchte gar nicht erzählen, was das Plugin alles hat. Das ist sehr viel. Deswegen wollte ich mich beschränken auf so Sachen, die so im letzten Jahr dazugekommen sind. Ja, also ungefähr eins pro Sekunde, und dann wären wir durch in der Stunde, ne? So, TAPI ist halt die Windows-API von Microsoft für Telefonsysteme. Wer noch so was Altes hat, der kann das über das Plugin ansteuern. Neuere Sachen haben in der Regel einen Webservice. Dann PDF-Kit ist die PDF-Bibliothek, die Apple mitliefert. So, und wir können halt diese Funktion auf dem Mac benutzen für diverse Sachen, zum Beispiel die Funktion, um ein PDF direkt aus einem Container zum Drucker zu schicken oder wenn es ein Fax ist, direkt zu verschicken über ein Fax, wer sowas noch hat. Ja. Zu dem PDF-Kit, gibt es da die Möglichkeit, dass man PDFs mit verschiedenen Sicherheitsabstufungen erzeugt? Weil, wie gesagt, das Problem ist, dass im Mac das alles relativ rudimentär vorhanden ist. Also diese ganzen, wie soll man sagen, schöneren PDF-Funktionen sind im Plugin über DynaPDF realisiert. Da haben wir viel mehr Optionen. Da kann man ein PDF verschlüsseln, da kann man Beschränkungen festlegen, zum Beispiel das Drucken verbieten oder das Kopieren oder das neu abspeichern. Und da können wir das alles einstellen. Mit Passwortverschlüsselung, mit AES 256, wenn man möchte. Mit dem PDF-Kit kann man halt nur die Funktionen einbauen, die Apple da eingebaut hat. Das ist unter anderem das, was eben das Preview-Programm alles braucht. Insbesondere interessant ist vielleicht das mit den Quartz-Filtern, weil das erlaubt, die Bilder in einem PDF neu zu komprimieren und dadurch die PDF-Größe zu reduzieren. Dann gibt es eine Funktion im Plugin zu Hotkeys.
Das heißt, man kann eine Tastaturkombination festlegen und bei dem Drücken dieser Tastaturkombination wird ein Skript ausgeführt. FileMaker kann dafür natürlich auch im Hintergrund sein. Und man kann zum Beispiel, was ich für einen Kunden mal gemacht habe, ist, der ist im Apple Mail, drückt eine Tastenkombination, dann läuft FileMaker-Skript los, holt sich per Apple-Skript den Inhalt dieser E-Mail und verarbeitet das. Und da kann man halt schöne Sachen machen mit verschiedenen Tastenkombinationen, um Sachen zu automatisieren. Dann gibt es Funktionen rund um die Toolbar von Mac. Auf Deutsch heißt das ja Status-Symbolleiste. Da kann man zum Beispiel eigene Knöpfe definieren oder das Setup speichern oder ein eigenes Hintergrundbild machen. Wenn ihr das live sehen wollt, kann ich euch natürlich jederzeit ein Beispiel zeigen. Das ist nur Macintosh. Ja, das ist nur für Mac, weil beim Mac komme ich an die Toolbar ran. Sieht dann zum Beispiel so aus. Wir haben hier einen farblichen Hintergrund in die Toolbar gesetzt und einen Knopf mit dem MBS-Logo. Und wenn man auf den Knopf drückt, läuft dann halt ein Skript los und tut etwas. In dem Symbol, in dem Toolbar-Setup-Dialog taucht das Symbol natürlich auch auf. Und man kann natürlich auch das Setup speichern und wiederherstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel Leuten die Toolbar einstellen, wenn sie ein anderes Layout betreten, dass sie gewisse Befehle sehen, die sie da brauchen oder andere wieder nicht. Wollt ihr das sehen? Gut. So, wenn man das Plugin runterlädt, bekommt man einen Ordner mit allerlei Zeug drin. Das mal zu. So, dann gibt es viele Beispiele und da muss man sich ein bisschen zurechtfinden. So, dann hätten wir hier zum Beispiel ein Beispiel mit der Toolbar. So, ich habe hier ein Setup für diese Toolbar als XML liegen und das kann ich jetzt zum Beispiel laden oder speichern. So, machen wir mal einen neuen Datensatz und ich frage jetzt mal das aktuelle Setup ab, was ich habe. Gehe dann zu einem anderen Datensatz und drücke mal auf Set Toolbar und dann sieht man, dass hier oben die Knöpfe sich ändern. Dann gehe ich zurück, drücke hier auch wieder auf Set Toolbar, habe ich wieder andere Knöpfe. So, kann also dann hier festlegen, dass bestimmte Leute sollen das Save als PDF haben und bei anderen Layouts brauche ich es vielleicht nicht, dann kann ich das an- ausblenden. So, ich kann natürlich auch den Hintergrund mit einer Plugin-Funktion, da fehlt ein Refresh. Das Plugin tut natürlich den Hintergrund einfügen und dann liegt es natürlich an FileMaker, was es damit macht. In dem Fall wird jetzt gemalt. Das unterscheidet sich auch eventuell mit dem Betriebssystem. Aber das ist halt ein Hack. Das hier ist viel schöner. Da registriere ich ein Toolbar-Item, dann kann ich den Customize-Dialog aufrufen, kann das da reinziehen, fertig. Und wenn ich drauf drücke, läuft mein Skript. Gibt es Leute, die haben ihr ganzes Navigation in FileMaker darüber gemacht. Kann man, wenn man möchte. Das Plugin bietet halt für viele Sachen die Möglichkeit an, es zu machen. Was man daraus macht, ist jedem überlassen. Nächstes Thema. Und wie war es noch bei den Hotkeys? Aus Mail meinetwegen was rüberholen? Über das war über Apple Script. Das geht dann eben nur auf Mac. Ja, das war jetzt für Mac. Bei Windows gibt es ja Windows-Skript, da kann man auch zum Beispiel Outlook mit ansteuern. Muss man sich natürlich einarbeiten. So, nächstes Thema, das Versenden von E-Mails. Das Plugin kann E-Mails versenden mit mehr als einem Anhang. Das ist schon mal der erste große Punkt. Das zweite ist, man kann natürlich auch sein HTML-Layout mit übergeben, kann Platzhalter natürlich durch Text ersetzen, Bilder hinzufügen und damit wunderbar seinen Newsletter-Versand abwickeln. Das Ganze gibt es halt mit SSL, wenn man möchte. Und das Plugin kümmert sich um die Umlaute. Das war mir besonders wichtig, dass alles ankommt mit den. Ja, in Deutschland haben wir halt Umlaute. Die Amerikaner kennen das nicht so. So, nächstes Thema. Man kann Pop-up-Menüs anzeigen mit dem Plugin. Die können auf dem Bildschirm frei positioniert werden. Meistens macht man es ja relativ zur Maus. Man kann sie etwas dekorieren, das sieht dann zum Beispiel so aus. Und dann kann man zum Beispiel darüber auch eine Navigation machen oder irgendwelche Zusatzoptionen anbieten. Gut. DynaPDF. DynaPDF ist eine PDF-Bibliothek, die cross-Plattform für mehrere Betriebssysteme entwickelt wird. Und ich kann das halt in
FileMaker mit dem Plugin verwenden. DynaPDF wird selbstständig weiterentwickelt, kann sehr viel rund um PDF, also PDFs erzeugen, importieren, ändern, PDF rastern, Felder füllen, Felder auslesen, Vektorgrafiken drauf platzieren, Tabellen platzieren, Bilder importieren, Bilder extrahieren, Text extrahieren, was man halt braucht. DynaPDF wird dauernd weiterentwickelt, bekam zum Beispiel letztes Jahr Verbesserungen beim Bearbeiten von Annotations, also Anmerkungen, kann Output Intents, also die Farbraum für das PDF definieren, Metadaten lesen, schreiben, ja, alles, was Leute brauchen. Besonders interessant war da für einige Kunden die PDF-A-Konvertierung, wenn man PDFs halt archivieren möchte, oder PDFs zu optimieren, dass sie etwas kleiner werden. Moment. PDF-Version. PDF A. Was hätten Sie denn gerne? Suche ich mal gerade. Da stehen die Versionen, die unterstützt werden. Da ist A1, A1A, A2, A3, X4. Was hätten? Ist möglich. Ja. So, jetzt DynaPDF in FileMaker, man kann halt den Inhalt eines PDFs extrahieren, zum Beispiel Text durchsuchbar machen. PDFs kontrollieren, prüfen. Ja, was wollen Sie prüfen? Farbräume. Die Möglichkeiten sind, also DynaPDF kann die Farbräume, ja, man könnte sie auflisten zum Beispiel. Ja, die entsprechenden Funktionen sind nicht unbedingt in dem Plugin schon drin, das kann ich aber kurzfristig hinzufügen. Das DynaPDF selber hat nämlich tausende von Funktionen und die baue ich Stück für Stück in das Plugin ein. Und wenn Sie jetzt eine Funktion brauchen, die zum Beispiel Farbräume auflistet, ich glaube, ich habe es noch nicht drin, aber ja, können wir mal gucken. Ja. Gut. Dann also Formularfelder erzeugen, auslesen. Da gibt es zum Beispiel Leute, die schicken PDFs mit Formularfeldern an ihre Kunden, bekommen die dann ausgefüllt zurück, können das dann über DynaPDF automatisch in die Datenbank übernehmen und haben dann all die Texte ohne Abtippen oder ohne selber Copy-Paste in der Datenbank. Da muss ich mal schauen, ob ich da ein Demo mal gemacht habe. Das wäre ja was mit Encryption. Na. Ich zeige es mal gerade auf der Doku. Da gibt es nämlich eine Funktion. Wie hieß die? Set Restriction. Jetzt muss ich das mal. Encrypt. Muss ich die mal suchen? Ah, Enable Encryption. Genau, da kann man jetzt die Verschlüsselung übergeben, zum Beispiel AES-256 und man kann hier verschiedene Zahlen zusammen addieren, zum Beispiel kann man das Kopieren verbieten, dann übergibt man die 16, wenn man das Kopieren und das Kommentieren vergeben ist, wäre es dann 16 plus 32. Also da gibt es so Flags, die dann dem Reader sagen, was er erlauben soll und was nicht. Und die kann man halt zusammen addieren und dann übergibt man das dem Plugin und dann wird das beim Speichern halt entsprechend verschlüsselt. Aber Extract Objects mit dem Flag auf Bitbrecher 512, das ist das schlimme Requires a Modify. Das ist im Endeffekt ist ja nicht so machbar, dass man ein Objekt extrahiert. Ja, wenn ich das Modify schon, ich muss das Modify grundsätzlich mal verbieten. Oder wie war das nochmal? Da gibt es halt welche, die sich quasi gegenseitig ausschließen und welche, die man zusammen verwenden kann, oder? Ja. Gibt es die Möglichkeit, bei einem PDF, was nicht Formularstruktur hat, die vorgesehenen Formularfelder, die aber eben noch keine sind, als solche zu kennzeichnen, wo man ja dieses Werkzeug braucht, eigentlich? Ja, das Beispiel für die hier, für Formular zu erzeugen, habe ich hier. Hier sind die in einer FileMaker-Tabelle definiert die Felder und dann drücke ich hier, lasse ich das Skript laufen und dann macht er mir hier ein PDF, das kann ich mal um. Macht ein neues PDF? Ja, das ist jetzt mit einem neuen PDF. Ne? Da habe ich jetzt hier die Felder und kann sie anklicken und was reinschreiben. Und diese Felder erzeugt er halt über Plugin-Aufrufe. Aber ein existierendes PDF
Da muss ich anstelle von Append neue Seite, muss ich halt sagen, importiere von einem vorhandenen PDF eine Seite oder alle Seiten. Also die Möglichkeit, auf eine beliebige Seite ein Formularfeld zu machen, sagt ja nichts darüber aus, wo die Seite herkommt. Und das kann halt eine vorhandene sein oder eine neue. So, gehen wir weiter. Man kann Text natürlich auf eine Seite platzieren, man kann natürlich auch Text auf einer Seite finden, Lesezeichen schreiben, ändern, auslesen. Also das war dünner PDF. Kommen wir zum nächsten Thema. Eine Dialogbox zur Auswahl von Einträgen aus einer Liste. Sieht so aus. Ist halt ein Fenster, das man aufrufen kann. Da kann dann der Benutzer ein oder mehrere auswählen. Drückt dann auf den Select-Knopf. Man kann den Text natürlich ändern und Mehrfachauswahl ist halt möglich. Inzwischen auch Gruppierung. So, dann WebView. Im FileMaker gibt es ja den WebViewer. Das Plugin hat über 100 Funktionen rund um den WebViewer. Zum Beispiel, um da Formularfelder auszufüllen, um HTML zu laden, JavaScript auszuführen und vieles mehr. Gibt aber auch einige Funktionen, die jetzt letztes Jahr neu waren. Zum Beispiel das Drucken in eine PDF-Datei zum Archivieren von Webseiten. Man kann auch reinzoomen und sogar Formelfelder ändern, die kein Formular haben. Nächstes Thema, Dialog Modifications. Auch eine lustige Sache. Ich möchte den Text in dem Fenster ändern und in dem Fall, statt wollen Sie den gesamten Datensatz löschen, schreibe ich einfach hin, wollen Sie den Kontakt löschen. War auch mal eine lustige Idee mit einem Kunden in Österreich, der wollte halt einen konkreten Text haben. Geht nur für Mac, aber war schon interessant. Dann Core Location. Seit Apple sich ja mit Karten beschäftigt, gibt es da ein Framework namens Core Location zum Geomapping von Adressen. Mit dem Plugin kann man halt Adresse nach Koordinate und Koordinate nach Adresse übersetzen. Ist sehr nützlich, wenn man eine Kundendatenbank hat, kann man nämlich im Laufe der Zeit bei allen Kunden mal diese Adresse abspeichern, also die Geokoordinate, und kann dann eben Umkreissuchen machen und alle Kunden finden, die im Umkreis um einen Standort sich befinden. Mache ich zum Beispiel gern, wenn ich zu einem FileMaker-Stammtisch einlade. Dann suche ich alle in 100 Kilometer Umkreis. Nee, das Plugin kann das nicht. Das wird dann wahrscheinlich beim ersten Auftreten kommt vielleicht die Dialogbox vom System. Ja, aber das macht Apple halt sicher. Ne? Ja. Woher kommen jetzt die Geokoordinaten? Das ist Apples Datenbank. Man übergibt da zum Beispiel so einen Adressstring, irgendwie Straße und Ort, Postleitzahl. Und dann guckt halt Apple das nach. Die haben ja eine Datenbank für ihre Kartenanwendung. Und dann bekommt man das. Das ist auch limitiert auf irgendwie so und so viele Anfragen pro Programmstart. Aber normal ist das auch kein Problem, weil man muss das ja nur abfragen, wenn man eine Adresse mal geändert hat. Und dann speichern wir die Geodaten in den Datensatz. Ja, das ist ja zwei. Und dann kann er eben so eine Umfeld. Ja, Latitude, Longitude kann man ja speichern und dann kann man halt Koordinaten suchen, die eine gewisse Entfernung maximal haben. Indem man sie halt alle durchgeht und vergleicht die Koordinaten. Das war jetzt für Mac. Es geht natürlich auch Cross-Plattform, wenn man es über Googles API macht. Das, ja. Bei Apple ist es halt so schön bequem. So, nächste, reguläre Ausdrücke. Wer das kennt und liebt, der kann es auch mit Plugin verwenden. Allen anderen empfehle ich einen anderen Vortrag auf dieser Konferenz, wo das erklärt wird, wie es geht. Das Plugin kann halt reguläre Ausdrücke einmal kompilieren und dann auf viel Text anwenden. Das macht es dann schneller. Und man kann natürlich auch in einer Liste die passenden Zeilen suchen, die zu einem regulären Ausdruck gehören. Dann Richttext. Beim Mac gibt es halt von Apple diese Betriebssystemfunktion, die auch TextEdit benutzt, um Word-Dateien zu lesen. Damit kann das Plugin halt auch Word-Dateien lesen, schreiben, in gewissem Umfang, also nur das, was Apple auch unterstützt, über die öffentliche API. Und zum Beispiel kann man damit Word-Datei lesen, Text ersetzen, als PDF wieder abspeichern und ja.
kann man probieren. Texte, die Dateien lesen und wieder zurück? Ja, Sie können auch RTF oder OpenOffice-Dateien. RTFD? Ja. Also mit Bildern? Ja. Natürlich. So, nächstes Thema. Verschlüsselung und Hashes, also ja, Schicksummen. Sie können halt mit dem Plugin sehr viele Verschlüsselungsalgorithmen benutzen und damit beliebig Text, Dateien, Containerwerte verschlüsseln. Sie können auch wieder entschlüsseln. Das Ganze ist standardkonform, zum Beispiel zum OpenSSL-Kommandozeilentool. Das heißt, Sie können auch ohne Plugin wieder drankommen an Ihre Daten. Probieren Sie es ruhig aus. Sie können halt Hashes berechnen. Das brauchen wir oft für Web-Services, die zum Beispiel für Open Authentication, ne? Da braucht man einen Secure Hash. Und das können Sie über das Plugin machen. Und da werden auch sehr viele Hash-Algorithmen unterstützt mit sehr vielen Parametern, sodass man in der Regel alle Verschlüsselungen, die man irgendwie braucht, auch mit dem Plugin hinbekommt. Mac Media Library. Wenn Sie einen Mac haben und Sie wollen ganz einfach auf Ihre Bilder zugreifen, können Sie diese kleine Palette öffnen. Dann können Ihre Benutzer direkt Bilder in Container ziehen. SQL-Verbindung. Das MBS-Plugin bietet SQL innerhalb von FileMaker, aber auch SQL zu anderen Datenbanken. Sie können sich mit dem Plugin zu sehr vielen anderen Datenbanktypen verbinden. Ja, auch hier ist eine ganze lange Liste. Und haben damit eine komplette Alternative zu dem eingebauten EESS. Also ja. Wie sieht es mit Performance aus, diese Alternative? Oh, das ist recht flott. Schneller als das eingebaute? Das habe ich nie nachgeguckt, weil es ist komplett andere Programmierung. Sie müssen also im Skript eine SQL-Abfrage bauen, dann müssen also eine Connection aufbauen, dann müssen Sie einen Befehl zusammenbauen mit dem SQL-Befehl, dann können Sie den ausführen, dann können Sie das Record-Set in einer Schleife abarbeiten und sich die einzelnen Werte holen aus, sag ich, aus dem, aus. Ich zeige es einfach mal. Also es ist nichts, als so hunderttausende Datensätze hinterher zu schaufeln. Doch, kann man schon machen damit. Ja. Was nehmen wir denn hier mal? Nehmen wir mal hier so ein SQL-Lite-Beispiel. Da ist das mit dem ist auch egal. Ob man das lesen kann. Ich habe halt eine Datenbank aufgemacht und mache dann hier einen neuen Befehl. Zum Beispiel hier create table test. Den kann ich ausführen. Naja, das muss ich eigentlich gar nicht zeigen. Ich soll besser mal das importieren. Das ist das mit dem SQL. Moment. Wieso macht er das nicht in dem neuen auf? Müsste doch schärfer sein. Das ist das Falsche. So, Import. So, ist jetzt schärfer? Nee. Gut, also wir machen einen neuen Befehl für ein Select. Dann führen wir den aus. Dann schaut man in einer Schleife mit Fetch Next, ob halt noch weitere Daten da sind und kann die dann zum Beispiel in Felder übernehmen, indem man halt beim Plugin das Feld anfragt und in ein FileMaker-Feld überträgt. Das ist an sich recht flott. Aber Sie können es gerne mal ausprobieren und vielleicht können wir noch an dem einen oder anderen Parameter triggern. Denn das Plugin kann zum Beispiel, wenn es Datensätze holt, die am Block holen. Also zum Beispiel 1000 Datensätze in einem Rutsch, da muss man nicht für jeden Datensatz über die Datenbank fragen, gib mir den nächsten, sondern man kann direkt sagen, gib mir die nächsten 1000. Und dann läuft diese, für das nächste 1000 läuft das alles im Arbeitsspeicher. Das ist bedeutend schneller, als die einzeln zu holen. Ja. Wobei das manchmal auch das Limit einfach an der Datenbank liegt. Also ich habe zum Beispiel Exporte nach MySQL, die kommen nicht schneller über 10.000 Datensätze pro Sekunde oder so, weil einfach MySQL das nicht schneller kann. Da gibt es halt die eine oder andere eingebaute Bremse. So, dann können Sie MySQL auch mit dem Plugin über SSL-Verschlüsselung benutzen, wenn Sie da ein Zertifikat haben und das angeben.
Sie können direkt aus Blobfeldern halt Bilder, Containerwerte und jetzt auch seit einiger Zeit PDFs direkt übernehmen, also vom Container in die Datenbank, von der Datenbank in den Container. Und wir hatten dann vor kurzem auch SQL Anywhere hinzugefügt und jetzt vor 2 Wochen auch SQL Lite mit Verschlüsselung. Ja. Dann Mac-Integration. Da habe ich auch im Laufe der Zeit ein paar kleine Goodies gebaut. Zum Beispiel kann das FileMaker-Icon ein anderes Bild bekommen. Man kann so an dem Doc-Icon eine kleine Zahl oder einen kleinen Text noch anzeigen. Und man kann natürlich auch den Menüeintrag von dem FileMaker-Menü umbenennen in den Namen seiner eigenen Lösung. Bei Windows kann man übrigens auch die Icons von dem Fenster ändern und natürlich auch die Titelzeile. Das ist überhaupt kein Problem. Funktion gibt es schon seit Jahren. So, dann haben wir die Funktion rund um Listen. Das Plugin kann Listen verwalten. Ist ursprünglich mal gemacht worden, weil die GetValue-Funktion, also hohle Wert auf Deutsch, sehr langsam ist bei sehr großen Listen. Ja, allein durch den Austausch von hohle Wert durch die Plugin-Funktion kann man eine Funktion, eine Schleife, die halt eine Liste abarbeitet, um Faktoren erhöhen. Ein Beispiel war mal mit einer Liste mit 140.000 Einträgen, die dann normal 30 Minuten gedauert hat und mit Plugin war es nur noch eine. Ja, man muss zwar immer noch den Rest der Verarbeitung hier machen, aber allein dieses hohle Wert läuft halt immer vom Anfang los und sucht dann den passenden Wert. Das dauert. Das Plugin kann halt eine Liste selber verwalten. Das nennt sich Plugin dann Quicklist und dann ist es viel schneller. Man kann bei Listen natürlich doppelte suchen, leere Einträge entfernen, sortieren und noch vieles mehr. Einfach mal ausprobieren. Und wenn wir schon dabei sind mit Datenstrukturen, das Dictionary ist ein assoziatives Array. Moment, da steht der Felder. Ein assoziatives Array. Man kann es über SQL füllen, über Listen füllen und kann halt sehr schnell Werte nachgucken. Zum Beispiel eine Postleitzahlliste kann man da reinladen und dann die Postleitzahlen schneller finden als jede Datenbank, weil das komplett im Arbeitsspeicher stattfindet. Wenn man Interesse hat, kann man Markdown benutzen in FileMaker und kann das zum Beispiel nach HTML formatieren. Das ist jetzt mit einer Markdown-Bibliothek, die eingebaut ist im Plugin. Ich habe aber jetzt auch ein Beispiel, wo das Ganze in JavaScript läuft, im WebViewer. Das ist eine Textformatierungssprache, die man zum Beispiel bei Blogs gerne benutzt, um halt Text für Menschen gut lesbar einzugeben und der wird dann nach HTML konvertiert. Heißt das nicht Markup, so wie bei HTML? Das ist ja zu einfach. Ja. Das Gleiche. Ne? Nein, Sie sehen ja hier oben diese Befehle mit solch Sternchen für Kursiv und das wird dann übersetzt in den entsprechenden HTML-Tag. Ja, okay. Das ist nur eine andere Grammatik. Ja, genau. Es gibt Leute, die lieben das, andere Leute kennen es halt nicht. So. Prozessaktivität. Sie können bei Mac dem Betriebssystem mitteilen, dass Sie jetzt eine Aktivität beginnen, zum Beispiel eben hier Backup in FileMaker und sagen halt, das System sollte in der Zeit nicht schlafen gehen. Bildschirmschoner soll nicht angehen. Ja. Und dann können Sie am Ende diese Aktivität dem Betriebssystem auch mitteilen und dann kann der Rechner dann zum Beispiel schlafen gehen. Hat vor allem den Grund, dass es halt bei Mac jetzt AppNap gibt seit einigen Versionen und dass halt FileMaker im Hintergrund auch gerne mal angehalten wird, wenn das System halt denkt, man kann damit Strom sparen. Ist an sich eine gute Sache, aber wenn man halt irgendwas macht und möchte, dass das zu Ende wird, dann stört es manchmal. So, nächstes Thema, Schedules. Man kann über das Plugin sagen, ich möchte gerne ein Skript starten in, 5 Stunden. Oder ein Skript starten um 5 Uhr oder ein Skript morgen um 5 Uhr starten, also mit Zeitstempel. Und dann kann das Plugin halt gucken, dass es das macht. Man kann natürlich auch ein Skript starten bei Langeweile, also wenn der Rechner, sagen wir mal, eine Minute nichts zu tun hat. Dann kann man zum Beispiel den User ausloggen, ne, wenn er halt vergessen hat, sich auszuloggen. Man kann auch SQL zu bestimmten Zeiten laufen lassen oder SQL und ein Skript mit dem Ergebnis. Ja. Sekunden normal. Aber man kann, glaube ich, auch Kommazahlen angeben, dann wird es noch kleiner. Also man könnte auch 0,01. Ja, da aber natürlich das Starten eines Skriptes. Ist schon klar, aber nur eine theoretische
theoretisch? Könnte man, klar. Ja. Läuft das parallel zu anderen Aktivitäten? Nein, in FileMaker werden Skripte in einer Queue, also Skriptstarts in einer Queue gelegt und die laufen hintereinander ab. Das war ja nicht immer so. Ja, beim FileMaker-Server laufen sie parallel. FileMaker-Server laufen sie parallel, aber alle Skriptstarts vom Plugin werden immer in der Queue aufgelistet und dann wird halt der Reihe nach abgearbeitet. Ne, das heißt also, das Plugin bemüht sich dann zu der gegebenen Uhrzeit, das Skript zu starten. Das kann natürlich, wenn FileMaker in der Zeit schwer beschäftigt ist, auch 5 Minuten später sein. Also sobald die Zeit erreicht ist, wird das Skript gestartet und dann in diese Liste eingefügt und wird dann baldmöglichst ausgeführt. Ja, Mac und Windows. Dann, ja, wird der Reihe nach abgearbeitet. Aber es gibt da auch die Möglichkeit, ein Skript halt zu pausieren und dann kann wieder ein anderes in dieser Pause laufen. Ja, also kann das, man das am Server auch laufen lassen? Am Server, naja, die Schedule-Funktion funktioniert nicht am Server, weil auf dem Server FileMaker das Skript starten in der Plugin-Schnittstelle nicht implementiert hat. Habe ich schon angemeckert, mal sehen. Also das Plugin kann grundsätzlich keine Skripte auf dem Server starten. Ist schade. Gut, nächstes Thema, Syntax-Einfärbung. Ist vielleicht schon aufgefallen, wer das Plugin auf einem Mac installiert, bekommt Farbe in die Skripte und vor allem auch in die Berechnungen. Und wenn dann halt irgendwo eine Klammer fehlt, dann wird die Klammer rot, also die andere. Sehr nützlich. Ich muss schon mal sagen, mit FileMaker 14 haben sie einen Teil der Funktionen kopiert. Hindert mich nicht, aber darüber meine eigenen Farben nochmal drüber zu legen. Weil ich kann zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel zu einem Layout geht und das Layout ist gelöscht, dann kann ich ja die Zeile rot färben, damit man diesen Fehler sieht. Oder wenn man eine fehlende Variable hat. So, es gibt auch einen Copy-Script-Button. Ist auch ganz nützlich, wenn man ein Skript mal eben kopieren möchte, im Forum einfügen. Dann kann man sich den Text holen. Kopiert eigentlich nur den sichtbaren Text. Also nicht irgendwas, was irgendwo in einem Unterdialog mal als Parameter eingeben wird, fehlt dann vielleicht. Oder wenn die Zeile zu lang ist. Aber so, um mal schnell ein Skript in einen Formbeitrag zu setzen oder auch einen Blogpost, ist das sehr nützlich. So. Das kommt immer darauf an, wenn der Skriptschritt laut den Regeln vom Plugin eine andere Farbe bekommt, dann wird das überschrieben. Wenn das Plugin für diesen Skriptschritt keine Farbe definiert hat, würde der den grau lassen. Die Regeln kann man selber festlegen. Da gibt es auch vom Russell Watson gibt es da eine Beispieldatenbank, die liegt bei mit einem Skript, mit einem Regelwerk. Das kann man anpassen. Da kann man zum Beispiel definieren, dass zum Beispiel ein Kommentar, der mit einem bestimmten Schlüsseltext anfängt, eine bestimmte Farbe kriegt oder eine globale Variable mit einem bestimmten Namen automatisch auch eine bestimmte Farbe kriegt, damit man das unterscheiden kann. So. Für die Version 5.3, die allerdings schon draußen ist, gibt es soziale Netzwerke, ein paar neue Funktionen. Beim Mac kann man ja in der Systemeinstellung seine sozialen Netzwerke eintragen, zum Beispiel Twitter, und dann kann man über das Plugin von FileMaker aus diesen Account benutzen, um etwas zu posten. Das geht für Twitter, LinkedIn, Facebook und ein paar andere. Dann habe ich mal PHP-Support für 64-Bit eingebaut. Grundsätzlich empfehle ich, PHP auf einem Webserver laufen zu lassen, denn da gehört es hin. Aber man kann, wenn man was Spezielles hat, auch PHP-Code in FileMaker ausführen. Dann haben wir Socket-Funktionen für TCP und UDP und jetzt bei UDP auch Broadcast-Funktionen. Man kann also ein Datenpaket an alle Rechner im lokalen Netzwerk schicken. Ist zum Beispiel ganz nett, wenn man halt irgendwelche so Chat-Funktionen einbauen möchte oder irgendwas halt so Nachrichten triggern halt. Ja. Neuer Datensatz angelegt, guck mal nach oder so. Mac und Windows, ja. Eigentlich UDP, also nicht garantierte Auslieferung. Im Zweifel Paket dreimal schicken oder so. Allerdings, ich meine, das war vor 20 Jahren, als Pakete verloren gehen. Das ist heute eigentlich nicht mehr normal, dass Pakete verloren gehen. Da muss schon das Kabel irgendwie beschädigt sein. Ja.
Oder der Admin hat eingestellt, dass der Server grundsätzlich wegschmeißt und nicht durchleitet. Ja, gut, dann DynaPDF habe ich dann eingebaut, die Funktion rund um Farbmanagement. Man kann also ein ICC-Profil definieren, das dann für das Rastern benutzt wird und kann dann zum Beispiel auch Vorschaubilder in CMYK rastern. Ja. Wenn man was nachlesen möchte, es gibt eine Webseite, es gibt einen Blog und es gibt eine Mailingliste, da kann man sich informieren. Und jetzt zeige ich noch ein paar neue Sachen, an denen ich ein bisschen gearbeitet habe. Machen wir nochmal eine Datenbank auf. Gehen wir mal hier in das Skript. Und jetzt weiß ich, da steht irgendwo im Skript SQL. Dann tippe ich das da oben ein und dann passiert nichts. Falsche FileMaker-Version. Nochmal. Da habe ich einen Text, ein Suchfeld gemacht und jetzt wird es gelb. Ach, seht ihr das nicht? Das ist das. Ach, der Beamer kann das nicht. Das ist natürlich jetzt blöd. Der Beamer kann das nicht. Das ist ein Moment. Wo war Yellow? Moment. Dann bauen wir mal ein neues Plugin mit einer anderen Farbe. Machen das nochmal auf. Ah, das ist hier live. Ne? Das ist. Sieht man es jetzt? Ah. Also das Plugin, das war eine Idee, die hatten wir vor Mittagessen. Das Plugin. Ja, das gab es vor 2 Stunden noch nicht. Ja, ich habe auch noch was gegessen. Aber diese Funktion habe ich eben mal eingebaut, weil mir die. Wurde mir angetragen, ob man da nicht irgendwie was suchen könnte. Und da habe ich gesagt, ja, den Text komme ich ja ran. Also kann ich ja bei dieser Funktion, die das einfärbt, dann die Hintergrundfarbe auf gelb ändern, wenn das gefunden wurde. Und dann haben wir hier oben halt, habe ich noch schnell ein Textfeld hier eingefügt, wo man halt ja, Text eingeben kann und dann sucht er. Nur für Mac oder für Mac? Das ist jetzt nur für Mac. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass beim Mac FileMaker sehr viele Standard-Systemsteuerelemente benutzt, an die ich halt rankommen kann. Ja, bei Windows sind das halt sehr viele selbstgemalte Sachen, weil naja, wenn man es unter Windows schön haben will, muss man es meistens selber malen. Ja. Ich habe eine Idee für Nachdenken. Kannst du das bitte auch in Beziehungsdiagramme einbauen? Ja. Ja, muss ich mal schauen, ob ich da rankomme. Aber wenn FileMaker das einfach als Bild malt und dann anzeigt in einem Image View, dann komme ich nicht ran. Okay, dann ist es vielleicht technisch machbar. Aber das ist jetzt ganz neu und dann hoffe ich, dass euch das gefällt und dass ihr das dann auch benutzt, wenn ihr was suchen müsst. Ja, wer es mal besser testen möchte, kann mir natürlich nachher eine E-Mail schicken, dann schicke ich mal eine Kopie rüber. So. Gut, stelle ich mal gerade die Farbe wieder hier zurück. So, was haben wir denn noch Schönes Neues? Auch ganz neu von heute Morgen ist hier ECKey. Da geht es halt um die Generierung von einem Private und Public Key. Kann ich hier einen Knopf drücken, generiert er schöne Keys und ich kann einen Text oder irgendwelche Daten, die ich habe, signieren. Ist jetzt zum Beispiel ganz nützlich, wenn man halt etwas signieren möchte, dann kann man halt diesen Public Key und die Signatur beilegen und kann natürlich später wieder feststellen, ob das zusammenpasst, ob also der Inhalt modifiziert wurde. Gibt ja immer wieder die Anforderung, dass halt ja, die Authentizität eines Dokumentes überprüfbar ist und dann kann man jetzt halt hier dies zum Beispiel benutzen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Signaturalgorithmen. Der ECKey hat jetzt den Vorteil, dass der Key erträglich lang ist. Also das sind jetzt nur irgendwie 50 Byte oder so. Das ist halt dann nicht so viel. Aber die Kontrolle müsste dann wieder in FileMaker stattfinden. Ja, kann man. Kann man auch mit Kommandozeilentool, OpenSSL zum Beispiel machen. Das muss nicht in FileMaker sein. Kann man das auch gleich benutzen, um SSH-Key von
Moment, was, also wie hilft es dir dann? Ich spiele jetzt auf dem Server sozusagen, habe auf dem Server das Ding, starte es auf dem Client, ist ja immer so, wenn ich einen Client und einen Server miteinander verbinden will und die SSH-Verbindung, muss ich immer einen Public Key und Key erzeugen, damit ich halt per Root irgendwie per Kommando fällt oder irgendein Benutzer sozusagen doch zugreifen kann. Wenn ich jetzt mit dem Ding sozusagen auf Terminal einfach nur klicken könnte, Betriebssystem hinterlegt mir den Public Key. Ah, ich kann dir, bei Interesse kann ich euch das einbauen, wie hieß das nochmal? Es gibt diesen Algorithmus, zum, dass man auf zwei Seiten einen Private Key jeweils generiert, die Public Keys austauscht und einen gemeinsamen Schlüssel dann hat. Sodass die einfach miteinander kommunizieren? Das habe ich mal eingebaut. Das, ist schon drin? Nein, das habe ich für Sojo mal eingebaut. Für FileMaker könnte ich das auch noch einbauen, bei Bedarf. Dann hätte man halt auf beiden Seiten unabhängig, durch den Austausch der Public Keys kann man dann auf beiden Seiten denselben Private Key erzeugen. Genau. Die Funktion könnte ich euch anbauen, ja. Und dann kann man jetzt zum Beispiel diese OpenSSL-Funktion, die ich da drin habe, für AES-Verschlüsselung zum Beispiel nehmen oder Blowfish und könnte irgendwas verschlüsseln damit und dann auf der anderen Seite wieder auspacken. Genau. Ja. Das wäre cool. Ja, schreibt mir mal eine E-Mail. Ja, das ist halt oft so. Ich kenne mich halt aus in den Libraries, die ich benutze. Die Funktionen sind oft schon da. Ne? Diese Verschlüsselungsfunktion gibt es schon in C. Die kann ich aufrufen. Da muss ich mir noch überlegen, wie die Funktionen gebaut werden, wie man das am besten in FileMaker einbettet. Aber vermutlich machen wir da einfach eine, ja, wie hier bei den Key-Funktionen, eine, die generiert einen und dann fragt man einen Public Key ab, Private Key und dann eine Funktion, womit man dann den anderen Public Key wieder angibt und dann den gemeinsamen Schlüssel abfragt. Dann haben wir. Und noch freigeben, haben wir 6 neue Funktionen. Ja, ja. Und dann wäre das eingebaut. Das ist ja schon fast da. Ja, das ist halt heute Morgen, weil ich wollte das mit dem Signieren halt haben. Ne? Ja, nach dem Mittag. Nach ist ja noch Zeit. Ich kann auch morgen noch was machen. ja, genau. Das war jetzt die Verschlüsselung hier. XML-Import wollte ich auch mal zeigen. Habe ich für einen Kunden gemacht, ist eine lustige Sache. Und zwar haben wir hier eine FileMaker-Datenbank, da ist nichts drin. Oh doch, das ist was drin, das ist die falsche. Moment. Liegt ja hier bei den Beispielen dabei, beim XML. So, jetzt haben wir sie wieder leer. So, ist also eine leere Datenbank, gibt es nur eine Tabelle, eine Dummy-Tabelle mit 0 Feldern, 0 Datensätzen. Hier gibt es, oh, da gab es mal was. Kann man löschen, brauchen wir alles nicht. Muss ich mal rausmachen. So, also die ist ziemlich leer, die Datenbank. Habe aber hier ein Skript, das als Aufgabe erhält, eine Test-XML-Datei, die am Schreibtisch liegt, zu importieren. Diese Test-XML-Datei ist meine iTunes-Bibliothek. Also eine ziemlich große XML-Datei. Das Plugin kann halt diese Datei importieren und dann geht man hier in einer Schleife durch und lässt das Plugin immer mal wieder ein Stückchen importieren und dann kann man einen schönen Fortschrittsbalken anzeigen und ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Der importiert jetzt etwa 400.000 Datensätze, fängt gleich an, so, und kann damit jede beliebige XML-Datei in FileMaker importieren. Das heißt, der kann halt das auch um. Der legt jetzt für jeden Rekord, den er da findet, in dieser XML-Datei, also der interpretiert dann diese Treesnotes als Records, legt er die passenden Tabellen an, legt die passenden Datensätze an, alles als Textfelder und dann kann man anschließend halt über die Datensätze, die einen interessieren, drüber laufen und die dann zum Beispiel in die eigenen Tabellen übernehmen. Ich habe es halt vor kurzem für einen Kunden eingebaut, der bekommt halt alle Monate mal so einen Datenbestand mit einer, ich glaube Firmenliste war das, mit irgendwie 250.000 Firmen, die er dann halt in seine Datenbank, ne, importieren möchte regelmäßig, um dann halt, was weiß ich, ID nach Name und Adressen und Suchen und was er alles braucht davon. Die bleiben dann. Der ergänzt halt fehlende Tabellen und fehlende Felder. Nein. Warum nicht? Ist noch nicht eingebaut. Du wärst der Erste, der es sich wünscht. Ich bin der Erste, der es sich wünscht. Ja, JSON-Funktion habe ich ja schon länger drin.
Aber so eine komfortable Funktion, die Datensätze anlegt, habe ich nicht für JSON. Ja, ich sage immer mal, schick mir mal eine E-Mail. Also du legst die Felder auch an. Jetzt ist er gleich fertig, dann gucken wir uns doch mal an, was er angelegt hat. Nee, Feldtyp ist immer Text. Das ist leider nicht so ganz machbar. Also, ich kann zwar über die SQL-Befehle Tabellen anlegen und Felder anlegen, aber ich kann zum Beispiel nur ein paar Parameter da festlegen. Also ich kann zum Beispiel sagen, mach das Feld mit einem gewissen Namen, einem Typ, vielleicht noch einen Default-Wert und das war's. Also diese ganzen Properties, die FileMaker da definiert, zum Beispiel Daten überprüfen oder ob es ein globales Feld ist, das kann ich nicht machen. So, wenn wir jetzt hier in die Tabellen gucken, gibt es jetzt neue Tabellen. Die haben halt alle ein, also ob ihr das lesen könnt, ein OID, also es gibt eine OID für jeden Rekord, die eindeutig ist. Dann gibt es noch den Zeitstempel, wann er halt, es halt erzeugt wurde, und den Parent-Record-ID, damit man halt über Hierarchien weiß, was zusammengehört. In diesem Fall ist das ja eine plist-Datei, die er importiert hat, und die hat dann halt entsprechende Felder für Key, Integer und die Werte, beziehungsweise, ja, String. So, wobei, ich kann ja auch mal einen Datenbankreport machen. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Oh, Entschuldigung. Übrigens, den Datenbank-Design-Report kann man über das Plugin auch automatisch erstellen. Was wie? Das ist aber nicht viel. Müssen da nicht Details noch sein? Ach, da ist nichts drin in der Datenbank. Ne? Kein Problem. Nehmen wir mal eine, wo was drin ist. Machen mal hier einen Datenbankreport. XML. So, ja. Ah, jetzt dauert schon ein bisschen länger. Was macht er jetzt? Ist aber immer noch nichts. Müsste da nicht viel mehr drin stehen? Ah, hier. Ah, da haben wir was. So. Jetzt gehe ich einfach mal hin. Wie hieß das? Das ist hier Anlagen. Ändere mal hier den Pfad und sag mal, hau mal rein damit. Ich weiß, das war's schon. Gucken, hat er was gemacht? Anlagen FM12 XML. Die Datei heißt doch so und da ist doch, sieht doch sehr nach XML aus. Habe ich den Pfad richtig da drin? So, da kommt irgendwie nichts. Ah, failed to pass XML. Expected. Sag bloß die. Ah, der hat die Datei nicht gefunden, oder? Gerade gucken. Da hat er die Datei. UTF-8 nicht gültig. Ist das kein UTF-8? Machen wir gerade auf. Ach, das ist UTF-16. Ja, das ja. Gut. Das Plugin kann grundsätzlich auch UTF-16 lesen. Das müsste man aber jetzt das Skript ändern. Da habe ich auch keine Lust für. Ändern wir es mal nach UTF-8. Und dann gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert. Also das, diese Wartezeit hier, wo sich der Balken nur ein bisschen bewegt, das ist, wo der halt das XML passt.
Und gleich geht dann halt die Schleife los, die Datensätze. Ist das so groß?